Ich könnte im Moment ein kleines bisschen Hilfe gebrauchen. Ich muss gerade ein bisschen Heu machen für einen Kunden. Ja, Heu kenne ich mich aus. Wenn du vielleicht mit einem Zetter und ein, zwei Stunden Zeit hättest, wäre das cool. Ich denke gerade innerlich etwas nach. Wäre es denn sinnvoll, den Bürgermeister zu fragen, ob wir irgendwie noch ein Feld pachten? Ich denke, ich rede jetzt nochmal von pachten, weil kaufen, glaube ich, ist momentan ein bisschen schwierig. Einfach nur, ob man ein Feld in der Nähe der Stadt pachten kann. Ihr Chef hat mich angerufen, ich soll hier zettern. Ich darf hier zettern, so muss ich es formulieren. Die sind das, ja. Ach, das ist ja super, dass sie gekommen sind. Wo haben sie das Hühnchen heute? Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Der durfte nicht mit. Oh. Weil das ein neuer Traktor ist. Es ist ein neues Schätzchen und da hat der Huber mir eine Strichelrechnung gemacht. Lassen Sie mich mal überlegen. Ich würde Sie zurückrufen, da lässt sich bestimmt irgendwas erledigen. Ja, das wäre super. Hallo, Wiesenberger. Ja, Landhandel Schlager, Tobias Schlager, guten Tag. Herr Schlager, hallo. Hallo. Wiesenberger, mein Lieferant hat die Pferdesilageballen, die Sie bestellt hatten, geliefert. Oh, ja. Ich wollte jetzt zu Ihnen liefern. Sind Sie am Hof? Ich bin gerade noch für das LU unterwegs am Zettern, aber... Ich habe gesehen, da sind andere Kollegen mittlerweile eingetroffen. Ich könnte nach Hause fahren und die entgegennehmen, wenn Sie wollen. Das wäre gut. Ich weiß nämlich nicht, wo Sie sie hinhaben wollen. Ja, ich werde aber so ein paar Minuten brauchen, Herr Schlager. Ja, ich bin auch nur unterwegs. Ich fahre tatsächlich auch gerade an einem Feld vorbei, auf dem gezettert wird. Ja, wahrscheinlich. Sehe ich Sie gerade? Lassen Sie mal gucken. Da steht ein Waldtra. Sind Sie das mit dem MB-Trag? Ja, ich fahre einen MB-Trag. Ah ja, da, ich stehe hier, mitten drauf. Oh, okay. Ja, dann ja, winke ich einmal nett. Warten Sie vorne im Feldrand, dann fahren wir zusammen. Das können wir so machen, ja. Gut, okay, dann treffen wir uns gleich. Ich sag kurz dem Herrn von Melu Bescheid, dass ich hier abrücke. Und dann können wir gleich zusammen hochfahren. Ja, alles klar, super. Wunderbar, danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Hallo. Ich habe gesehen, einige Ihrer Mitarbeiter sind mittlerweile hier angekommen auf dem Feld. Ja, wir sind so ein bisschen am Testfahren, ja. Okay, ich müsste, also der Herr Schlager steht vorne am Feldrand und ich müsste mit ihm nach Hause fahren, der hat meine Ballen mit dabei. Ich würde hier abrücken, Herr Huber. Ja, kein Problem. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Okay, gut. Oh, Gott, ich bin im Weg. Stunden schreiben Sie auf und wir rechnen es dann gegen bei der nächsten Rechnung oder wie machen wir es? Ich glaube, Sie haben ja damals mir den Schwader geliehen. Ich glaube, das ist okay, oder? Das liegt nicht in meiner Hand. Nein. Mir ist natürlich gerne. Also ich habe es gern gemacht. Also das ist, nee, muss nicht sein, wirklich nicht. Alles klar, dann machen wir das so. Vielen Jawohl, Dank. Danke auch. Tschüss. Schönen Tag, tschüss. Ja, kannst du auch nicht machen, ne? Kannst du nicht hier was geliehen bekommen und dann hier nichts zurückgeben. Das funktioniert auch nicht. So, ich hub mal. Ich hoffe, ihr hört mich, der Schlager. Ist auch ein schöner Traktor, ne? Was ist denn das? MB-Trak. Ui, der Röder war bis hierhin, du. Sag mal, fährt der ohne Spanngurte? Nee, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Darf ich hier... Warte mal, ist das alles hier... Ja, oben zusammengeklappt? Gut, fahren wir mal nach Hause. Das ist aber nicht der Weg, wo ich herkam, ne? Naja, egal. Der wird schon wissen, wohin die Reise geht. Er ist aber auch ein bisschen... ist überladen, möchte ich nicht sagen, aber... Ist ein bisschen breit, ne? Wenn ich das mir so angucke hier. Fahren wir ein bisschen näher auf. Guckt ein bisschen links und rechts raus. Aber ich glaube, ein bisschen ist okay. Boah, ich hoffe, der weiß, wo wir hinfahren hier. Also, den Beta-Köste... Ah, jetzt sind wir in der BGA. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Hier rechts müsste doch Ron wohnen, ne? Mal rein luschern hier, ob ich irgendwen sehe. Nö. Da ist auch gefühlt nie jemand zu Hause. Ah doch, hier guck mal. Moin! Was steht denn da für ein großes Ding? Boah, steht ein riesengroßes Fass. Was hat denn der? Hat er da was investiert, oder? Muss ich mal anrufen, den guten Ronny. So, jetzt wird es gleich kritisch. Soll ich vielleicht ein bisschen warten? Weil wenn der gleich hier im Steilhang abnippelt, dann habe ich diese Ballen hier frei Haus in der Windschutzscheibe kleben. Aber ich höre, er arbeitet. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist aber auch hier Maschine am Anschlag, ne? Da bin ich ja richtig gut bedient mit meinem Fan. Wobei, ich habe auch nichts, ne? Also. Oh, er blinkt sogar vorschriftlich. Ja, die Leute hier haben eine andere Auffassung von der Straßenverkehrsordnung, glaube ich. Die leben das. Was ist eigentlich das hier für ein Schild? Habe ich letztes Mal schon gesehen. Ein Feldtag? Grimme Feldtag. Grimme Feld? Moment. Ich habe doch hier so einen Brief bekommen von Postboten. War da nicht was drauf? Oh, guck mal. Ah, das ist ein Feldtag. Oder habe ich eine Einladung? Oh, war das schon? Da muss ich jetzt nochmal den Herrn Huber. Warte mal. Oh, das könnte... Das ist jetzt blöd, wenn ich... Ich werde einfach den Schlager fragen. Der wird das wohl auch wissen dann. Das, glaube ich, mache ich, wenn ich zu Hause bin. Aber das hätte ich doch mitbekommen, wenn der Feldtag vorbei wäre, oder? Oder ist das nächste Woche? Naja, wir werden es rausfinden. Wo ist denn der Schlager jetzt hin? Ist er jetzt abgedampft? Aber gut, den Weg von hier, den kenne ich. Nach Hause, das ist mir... Habe ich schon ein paar Mal gefahren. Ah, ich glaube, da vorne habe ich noch was Gelbes gesehen. Alles gut. Ja, ab und zu wünscht man sich schon ein bisschen schnelleren Traktor, ne? 43 fährt er hier, das ist nicht schlecht, ja. Aber... Wenn man es mal wirklich eilig hätte, sind 43 halt einfach zu wenig. Hier ist auch ein Schildfeldtag. Hier geht's nach rechts rüber. Soll ich mal kurz... Nee, ich fahre da nicht hin. Hier wird... Ich muss dann mal den Schlager fragen. Der wird Bescheid wissen, wann dieser Feldtag ist. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, unter Kollegen redet man ja relativ viel. So, das heißt, wir werden jetzt die Ballen anlagern zu Hause, beziehungsweise mal gucken, wo wir die hinpacken. Ich glaube aber, die linke Halle vor den zwei hinteren müsste noch, da müsste noch ein bisschen was frei sein. Und dann können wir mal gucken, ob die Pferde Hunger haben, ne? Weil ich hatte ja nicht so viel von dem Zeug. Warte mal, der hat jetzt 12 Ballen mit, ist das richtig? Ich glaube, der hat 12 Ballen mit. So 20 habe ich doch bestellt. Okay. Der wird wohl nochmal fahren müssen, der gute Herr Schlager. Oh, jetzt bin ich wieder rangekommen. Da höre ich ihn wieder brüllen, den guten MB-Truck. Oh, jetzt natürlich die 15%ige Steigerung, ne? Eieiei. Ich hätte mit ihm ein kleines Rennen machen sollen um die Ballenpreise. Hätte ich gewonnen. Boah, ich rieche den Diesel bis hierher, ne? Vor dem MB-Truck. Eieiei, du. Da bringt dir der beste Wald hier nichts links und rechts. Das Gerät arbeitet. Hohoho.
Ich müsste ihn aber vielleicht doch überholen, weil, sonst weiß er ja nicht, wohin, ne? Aber jetzt vielleicht, nee, Backup kannst du es vergessen. Ah, ich werde ihn einfach vor der, bei der Hofeinfahrt werde ich ihn, oh Gott, jetzt geht mir aber, also, boah, einfach mal laufen lassen. Der Wagen schaukelt auch so ein bisschen, ne? So, warte mal, hier fahren wir rein. Oh, warum bremst denn der so doll? So, jetzt werde ich ihn mir mal ganz geschwind hier vorbeihuschen. So. Ah, ich habe ja zugemacht, ne? Ja, gut, dass ich vorgefahren bin. Da können wir gleich hier aufmachen. So. Perfekt. Aber da kann er gleich hier durchaus rein. Warte mal, hier nochmal schnell auf. Gut. Wir fahren aber gleich nach ganz hinten weiter. Fährt er mir noch hinterher? Jo, sehr gut. Wie gesagt, die rechte Halle war ja voll mit den ganzen Ballen. Wir fahren einfach in die linke Halle rein. So, ich glaube, es ist besser, wenn wir hier rumfahren. Das wird immer leiser da hinten. Ja, ich würde sagen, hier rein ist okay. So, stellen wir uns mal ganz elegant hier hin, weil hier ist ja voll hier vorne, ne? Da machst du nichts. So. Ja, der hat 12 Ballen mit, ne? So, Herr Schlager. So. Ja, wenn es geht, hier rein bitte. Jo, das kriege ich hin. Das wäre super. Ich habe noch jetzt gerade beim Hierherfahren noch ein paar Schilder gesehen. Diesen Feldtag, haben Sie da Infos zu? Auch nicht mehr als auf dem Flyer, der mit der Post gekommen ist. Okay. Wer ist denn da? Wer macht denn den? Macht den das Elu oder wer macht den? Der Herr Huber zusammen mit dem Herrn Lüttke. Ah, dann rufe ich den Lüttke einfach mal an am besten. Ja. Okay. Gut, ja, also bitte. Der soll irgendwie heute sein, glaube ich. Was? Heute? Ja, heute 14 oh, Uhr. Nee. Ich oh, guck mal eben. Es ist kurz vor zwei, ja. Na, er jetzt gleich? Ja. Oh, ja, kein Problem. Da muss ich gleich mal telefonieren. Alles klar. Ich lade so lange Beine ab. Wunderbar. Also wenn es geht, hier ganz hinten links, ne? Ja, so alles an, klar. So weit würde ich halt, dass ich das halt gut, dass ich gut rankomme. Jupp, alles klar. Wunderbar, danke. Tschüss.